Ja, Moinsen allerseits. Hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und vieles mehr in Murnau und in Hamburg. Heute kurz das Thema: Meine Ausbildung geht wieder los. Ist noch vergünstigt bis zur Liebische Party und geht los im Mitte November dann, wenn ihr auch diese Arbeit machen wollt mit diesen Themen. Einzeln oder als Paar oder mit Paaren. Ja, schaut gerne mal rein auf liebeschip.de. Und genau, heute geht es um das Thema, ja, liebevolle, bewusste Beziehungen sind das neue cool. Stay tuned. Genau. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, findest du auf liebeschip.de. Habe ich auch lange nicht mehr gesagt. Also immer noch der Hauptkurs Umprogrammierung des Liebeschips ist ja mein Einsteigerkurs oder auch der Liebeskummerkurs. Haben schon so viele Leute gemacht. Guck dir das gerne mal an. Ja, ich wollte so ein bisschen anschließen an das Video, die Videos, die ich so in der letzten Zeit gemacht habe, weil ich wirklich das müssen als meine Mission sehe, ja, mitzuhelfen, dass wir so rauskommen aus diesen Beziehungen, wie soll man es sagen, toxisch im alten Bewusstsein, wie du das so nennen willst. Und was mir so nach und nach immer klarer wird, es kommt immer wieder die Frage auf, wo sind die ganzen bindungssicheren Menschen, also wieso treffe ich immer dies und jenes. Und ja, ich mittlerweile bin ich so der Ansicht, dass es, also zumindest früher ist, ja, toxisch, Täter-Opfer-Beziehung, einer nimmt, der andere gibt. Ist das normal? Also bis in die heutige Zeit ist das, denke ich, in den meisten Beziehungen so, ne? Und eigentlich, ja, es geht eben, ich denke, es geht eben diesen Beziehungen darum, dass das Ego im Wesentlichen oder das innere Kind am Ruder ist. Also Ego entweder, ja, sozusagen, ich habe so eine Abwehrstrategie, wo mein Ego so dermaßen aufgeblasen werden muss, nur damit ich meine eigenen Wunden nicht fühle, dass ich so versuchen muss, alle meine Umwelt zu dominieren, ob das nun über meine Sexiness oder mein Erfolg oder mein Status oder irgendwelche kontrollierende, manipulative Kommunikation ist. Oder es gibt eben auf der anderen Seite dieses angeknackste Ego, angeknackste innere Kind, wo eben ja so eine Programmierung da ist, permanenter Minderwert, ich bin nicht gut genug, also eigentlich ist beim Minuspol-Narzissten ist ja auch nicht gut genug, ja, ich bin nicht gut genug, Minuspol könnte übrigens auch Drogensüchtige, Alkoholiker, ne? Das muss nicht immer Narzissmus sein, aber ich bin nicht gut genug, ich muss immer irgendwas tun, um geliebt zu werden. Ich muss den letzten Krümel akzeptieren, damit ich überhaupt irgendwie ein bisschen Mikro-Liebe finden kann. Und dann am besten suche ich mir jemand. Ich kann mein Ego nicht aufpolieren, aber ich suche mir jemand, mit dem, so wenn der wenigstens strahlt, dann strahle ich auch so, ne? Kenne ich auch, kennen wir alle. Und ist auch gar nicht. Ich meine, ist auch gar nicht schlimm, und wenn man so Beziehungen führt, das ist ach, immer wieder vergesse ich das auszumachen, ey. Schlimm. Ist auch gar nicht schlimm, weil solange man sozusagen ums Überleben kämpft, also früher ja auch wortwörtlich und jetzt ums Überleben in Beziehungen, hat man gar keine andere, ja, gibt es wenig andere Wahlen, außer, weiß ich nicht, Single zu sein oder so, ne? Irgendwie. Und aber die Zeit ist vorbei. Das kann ich euch sagen. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit dieser Beziehung wird irgendwann auslaufen. Und das geht jetzt so ganz langsam los. Und das wird out sein. Also das ist, was der ganze Zeitgeist, der geht irgendwie dahin, dass wir Beziehungen führen, die wir mit unserem freien Bewusstsein führen und mit echter Liebe so, nicht nur mit diesem wenn du, dann das oder ich versuche dich, weiß ich nicht, dahin zu kontrollieren, dass du genau das machst, was ich gerne will, damit ich keine Schmerzen fühlen muss, damit ich, weiß ich nicht, damit mein Ego nicht ausflippt irgendwie. Nein, hin zu Beziehungen, die
wirklich liebevoll sind. Das heißt, wo nicht nur einer auf sich guckt und den anderen nicht sieht und der andere guckt nur auf den anderen und sieht sich selber nicht. Das ist ja total einseitig, diese Liebe so. Und eben auch Beziehungen, die einigermaßen ein bisschen bewusst sind. Was heißt bewusst? Bewusst heißt im Grunde genommen, ich kann sehen, dass ich nicht nur mein Ego, Schmerz, Körper, inneres Kind bin, sondern dass es da noch irgendwas anderes in mir gibt, was halt vielleicht viel wichtiger ist als das so, ne? Und dazu hat es wahrscheinlich früher auch überhaupt keine Gelegenheiten gegeben, diesen Step zu machen, aber heute gibt es die Gelegenheiten, ne? Und ich sehe wirklich meine Mission da drin, dass ja, da auch, weiß ich nicht, Impulse zu liefern, also soweit ich das zumindest verstanden habe. Und ich glaube, so langsam, also ich merke es in der letzten Zeit, dass es nochmal richtig Klick gemacht bei mir. Ja, dass eben toxisch, glaube ich, oder auch angetoxt, muss ja nicht alles so krass sein, ist eben nicht die Ausnahme, sondern fast die Regel ist, glaube ich, so, ne? Und das war auch schon, ich habe immer so gedacht, ja, ich sehe natürlich nur einen eingegrenzten Kreis von Leuten da in meiner Praxis oder so, aber mittlerweile, wenn ich so. Ja, wenn man so im weiteren Umfeld mal guckt oder was Freunde erzählen, was sie von ihrem Umfeld erzählen oder ja, ich weiß nicht, wo ist da die geheime Insel der Glückseligkeit, wo schon diese Beziehung gibt. Es gibt sie, ne? Aber kleinen Ausmaß und was, wie gesagt, bewusst heißt eben, ja, ich sehe, also ich habe vielleicht auch ein Ego. Ich tue anderen vielleicht auch manchmal weh, ich tue meinem Partner weh, ich agiere aus diesem Ego. Ich agiere aus diesem verletzten inneren Kind und hau um mich. Und ich habe aber die Möglichkeit, das zu sehen und habe die Möglichkeit zu sagen, das tut mir leid. So, ne? Es tut mir leid, ich habe mich da nicht im Griff gehabt. Wenn der andere mir einen Hinweis gibt und sagt, oh, du hast hier gerade, hast mir gerade wehgetan, du hast meine Grenzen übertreten, dass sie sagen, ja, es tut mir leid, bin nicht perfekt. Und der andere sagt auch, ich bin nicht perfekt und Entschuldigung und wow, lass uns mal weiter lernen zusammen. Mehr braucht es eigentlich gar nicht, aber das scheint so. Das ist so schwierig. Und also, ich meine, ich freue mich auch, wenn jeder mal kommentiert, weil ich finde das so. Also ich kriege so langsam das Gefühl, ich kriege so ein immer feineres Gespür dafür, für die Schmerzkörper von anderen Menschen. Und das ist irgendwie so schade, weil ich meine, das ist ja. Ich meine, Menschen handeln immer nach der besten Wahl, die sie haben, ne? Aber. Das ist mir wirklich ein Anliegen zu gucken, ja, dass man versucht, so irgendwie, ich versuche das zumindest auch immer wieder ein bisschen aus dieser Box auszusteigen und sich von außen zu sehen und zu sehen, ja, ist das wirklich die einzige Wahl, die ich habe, so aus diesem Schmerz zu reagieren, aus diesem Täter-Opfer-Spiel, wo ich vielleicht auch mal die Seiten wechsle, aber letztlich bleiben wir in diesem ganzen Krempel drin. Und mir kommt das langsam so vor, das ist wirklich out. Das ist wie ein altes Braunkohlekraftwerk in der Klimadebatte. Das ist out, ne? Und das wird sich auch ändern. Und ich glaube auch die Leute, die da irgendwie, das wird auch für die meinetwegen Narzissten, denn sie mal in dieser Welt oder die Leute, die da partout drin bleiben wollen, in diesem alten Denken, das wird, glaube ich, immer enger werden, weil das merkt man jetzt schon, dass das eigentlich nicht mehr passt, so, ne? Und, ja, das Ziel ist eben, also entweder wirklich ein glücklicher Single zu sein oder eben in Beziehungen zu kommen, wo man wirklich den anderen lassen kann, also wo es wirklich eine gemeinsame Co-Kreierung ist von irgendwas, wo man gemeinsam irgendwas erschafft und nicht nur Mangel verwaltet und nicht nur sagt, also kannst du bitte meinen Mangel irgendwie lindern und ich gucke mal, ob ich deinen Mangel irgendwie lindern kann. Wenn wir beide im Mangel sind, dann streiten wir uns oder bauen Mauern auf. Wie gesagt, das ist alles. War, glaube ich, ganz lange gar nicht anders möglich, aber jetzt kann man, glaube ich, so langsam sehen, was für Kosten das hat und dass es auch gar nicht notwendig ist, weil wir so viel mehr sind als nur unser Ego, ne? Unser Schmerzkörper, unsere angesammelten Traumen und das ist eben eine Sache, die auch irgendwo da oben im Kopf passieren kann, deswegen bin ich auch. Nach wie vor habe ich auch keinen Traumakurs oder sowas. Also nicht, weil ich das nicht gut finde an sich oder ganz allgemein oder weil ich das kritisieren würde und andere Leute das machen. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie, man leitet wieder seine Aufmerksamkeit auf Schmerz und was ist mir alles passiert in meinem Leben und was überhaupt alles passiert. Ja, natürlich muss das irgendwie, wenn Schmerz hochkommt, muss er kurz angeguckt werden.
Und muss man vielleicht mal drüber meditieren oder ich weiß nicht was. Naja, und diese Woche noch, ne, mein Meditationsforum, Liebeschip Plus, Mitgliedschaft ist noch offen. Klar, wenn es hochkommt, aber also ich persönlich möchte das nicht mehr so zu meinem Lebensinhalt machen, irgendwie zu gucken, was für Traum habe ich jetzt noch alles, was hat mein Gegenüber gerade alles für Traum, und vor allen Dingen möchte ich auch persönlich, ja, möchte ich so zumindest Privatleben, kann ich das zumindest sagen, möchte ich jetzt nicht, dass ich sozusagen, dass man immer das aushält, was die anderen Leute, dass man so diesen Schmerzkörper an einem abarbeitet, irgendwie so. Und also Schmerzkörper ist so diese Ansammlung von Traum in einem, ist auch sehr verknüpft mit dem Ego. So, Ego ist halt auch so diese Abwehrstrategien gegen Trauma, gegen Schmerz. Ist an sich nicht schlecht, ist nur wenn es so allein am Ruder ist, ne? Ohne Aufsicht, dann ist es halt immer schwer. Und es geht auch gar nicht darum, das jetzt zu werten, wo da irgendjemand steht. Darum geht es überhaupt nicht. Oder jemand runterzuputzen. Aber ich finde schon, dass wir langsam so eine Bewusstheit haben dürfen, wo wir uns gegenseitig vielleicht helfen und zu sagen, ja, guck mal, da bist du, glaube ich, gerade nicht bewusst, da nimmst du Sachen nicht wahr. Also ganz liebevoll, aber eben auch den Weg weiterzugehen und sich nicht mehr zum Büttel oder Opfer des Egos von anderen Menschen zu machen, das halte ich für wirklich super wichtig. Dann auch nicht mit denen, das habe ich ja in einem der letzten Videos schon gesagt, auch nicht ewig zu streiten und zu diskutieren damit, sondern einfach einen Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, nee, ich spiele nicht mehr mit. Ich spiele dieses bekloppte Spiel nicht mehr mit. Ich mach's einfach nicht mehr, ne? Ja, und ich glaube, das ist mega cool und sexy, und da hoffe, dass, ja, also zumindest die Leute, die das sehen oder das machen, dass ich da Anstoß geben kann, weil das kann es doch nicht sein, ne? Immer, also, und was ich auch so deprimierend finde, dass ja gerade diese hochtoxischen Beziehungen, das kann doch nicht unsere ganze menschliche Variationsbreite sein. Die laufen ja ab wie ein Uhrwerk, wie ein verdammtes Uhrwerk, ne? Das ist, ich habe jetzt wieder so Klienten gehabt diese Woche, die haben gesagt, woher wusstest du, dass das und das passiert? Dann meine ich, das ist einfach, weil es immer das und das passiert, so, ne? Und wir sind auch so viel mehr als irgendwie so Maschinen, die irgendwie, was ist so eine alte, das ist wirklich eine alte Programmierung, die wir ausführen. Und ich glaube auch, das sind halt diese ganzen alten gedachten Gedanken, die überall noch rumschwirren. Ne? Ich bin nicht gut genug, oder ich bin nicht gut genug und ich muss mich dir untertan machen, oder ich bin nicht gut genug und ich möchte gern dich mir untertan machen. Irgendwie, ich meine, das schwirrt hier überall noch rum, aber ich glaube, so langsam ist es wirklich an der Zeit, dass wir Verantwortung zumindest für uns übernehmen, ohne uns über jemand zu stellen aber auch nicht unter jemand zu stellen. Und dass man sagt, hey, da muss es doch noch irgendwie was anderes geben, ne? Das geht ja in die Richtung von diesen, also ich mal zu Weihnachten poste, neue Beziehungen, also Beziehungen des neuen Jahrhunderts, wo man so sagt, ja, zum Beispiel, basieren eben nicht mehr auf Kontrolle des anderen, sondern auf Ehrlichkeit und Vertrauen, beziehungsweise Vertrauen ist eigentlich gar nicht mehr notwendig, weil Ehrlichkeit eigentlich alles ersetzt, irgendwie basieren darauf, ja, dass man sich wirklich freut für den anderen, irgendwie, wenn es dem gut geht, auch wenn man daran gerade nicht beteiligt ist, sag ich mal, dass man den anderen auch gehen lässt, wenn der sagt, hey, es tut mir ja gerade nicht mehr gut, ich muss einen anderen Weg gehen, irgendwie, dass man, ja, jemand so lässt, wie er ist und nicht irgendwie seinen Tankrüssel in den reinsteckt, um da Energie abzusaugen, aber auch nicht Tankrüssel von jemand anders in sich reinstecken lässt, um ja, auch seine eigene Energie schützt, sozusagen. Ja, spannende Themen. Findet ihr das auch spannend? Dann kommentiert das gerne mal, liked das Video, abonniert meinen Kanal. Also muss ich mal gucken, machen wir eigentlich diese Woche so ein Live-Ding. Ich glaube ja, ich glaube morgen mache ich mal wieder am Mittwoch so ein Live-Teil. Ja, wir werden uns bald wiedersehen.